Jeder Mensch lebt dadurch, dass andere Menschen für ihn gesorgt haben. Der Dalai Lama hat sich einmal darüber gewundert, dass wir oft diese einfache Tatsache ausblenden und ignorieren. Denn jedem von uns ist natürlich klar, dass wir am Anfang unseres Lebens und vor dessen Ende Unterstützung anderer Menschen brauchen. Doch in der Mitte des Lebens vergessen wir oft, dass andere auch unseren Beistand benötigen. Der Mensch, der in deinen ersten 10 Lebensjahren für dich gesorgt hat, sei es deine Mutter oder jemand anderer, hat mehr als 10.000 Mahlzeiten für dich zubereitet. Das heißt, dass er oder sie 10.000 Mal an dich gedacht und überlegt hat, was du für dein Leben brauchst. Mag sein, dass du die Art, wie dieser Mensch für dich da war, nicht gemocht hast. Aber sie hat dafür gesorgt, dass du heute dieses Video ansehen kannst, weil du am Leben bist. Naikan verbindet uns wieder mit den Menschen, die zu unserem Leben beitragen. Während des Naikan-Retreats können wir wunderbar erkennen und spüren, was für eine große Menge an Zuwendung wir erhalten haben. Vielleicht mögen wir die Erkenntnis nicht, dass wir völlig abhängig sind von der Unterstützung anderer Menschen, von der Natur, die uns schenkt, was wir zum Leben brauchen, und von der menschlichen Gesellschaft, die uns mit den lebensnotwendigen Dingen versorgt. Aber wenn wir diese einfache Tatsache ignorieren, ignorieren wir unsere Lebensgrundlage. Wenn wir erwachsen sind, dann kann es eine große Befriedigung für uns bedeuten, für andere Menschen da zu sein. So wie wir während eines Naikan-Retreats auch für unsere Teilnehmerinnen kochen. Wir tun es gerne und mit ganz viel Freude. Denn es ist ganz natürlich, Freude dabei zu empfinden, wenn wir unsere Kinder großziehen, anderen Menschen helfen oder für Verwandte und Freunde sorgen, damit es ihnen gut geht. In diesem Tun spüren wir die Verbindung zwischen uns Menschen, die uns alle nicht nur am Leben erhält, sondern auch voranbringt, es uns ermöglicht, innerlich und äußerlich zu wachsen und unseren Lebenssinn zu erfüllen. Und der besteht nicht darin, dass wir unseren egoistischen Vorstellungen nachjagen, sondern dass wir uns einbringen in die Welt, die uns umgibt und nährt, und unseren Beitrag dafür leisten, dass sie eine Welt ist, die es gut mit uns meint. Das ist die Botschaft von Naikan. Lasst uns mit offenem Herzen für die Welt da sein und sie mitgestalten zum Wohle aller Wesen. Danke für deine Aufmerksamkeit.